Hi. Boah, ich höre dich, glaub, gar nicht. Red mal. Kannst du deine Musik ausmachen? Nein. Warum? Weil ich draußen bin. Wo bist du denn? Wir sind gerade in Istanbul. Was machst du da? Die Stadt erkundige. Und mit wem bist du da? Mit meinem Mädels. Schön, sag mal hallo. Nee, dann schreib mal. Bist du auf TikTok wieder live? Ja. Dann schreib mal, dann mach zusammen live statt mit Grenzen. Das geht nicht, das hört man da. Ja, was machst du da? Schönes? Weil du hast mich doch gar nicht angeguckt. Auf TikTok, um Frauen die Rechtleitung wieder zu geben. Boah, dann hast du eine richtige Feministin gefunden. Da würde ich ein bisschen aufpassen. Was heißt Feministin? Feministin? Ja, dass ich für Frauenrechte bin. Ich kämpfe für uns Frauen. Schämst du dich nicht, alleine in Istanbul zu sein? Boah, und wie ich mich schäme. Du bist doch Türkin, ne? Ich bin Kurdin, ja. Aber sprichst du Türkisch? Ja. Arm ein, danke dir. Ehrlich? Was sucht eine türkische, kurdische Frau allein in Istanbul? Also ich bin, glaube ich, eine eigenständige Frau, dass ich, egal wohin ich gehen möchte, hinkommen kann. Wie nein. Ich glaube, probier's gar nicht bei mir. Also wenn du auf so eine Schiene auf bist, dann such dir eine, die ein bisschen weniger Selbstbewusstsein hat. Weil das wird für dich nicht gut enden. Okay, komm, ich fang an jetzt. Barbershop, ich küsse dir das, danke dir. Komm, ich fang an. Leg los. Hey, warte mal, warte. Ich will meine Freundin mit dazu nehmen. Okay, hol sie lang am Neckkolben, ja. Der sagt, wieso geht eine Frau alleine nach Istanbul? Sie ist doch nicht alleine gegangen. Egal, nein, so als Frau meint er jetzt, ohne Mann oder ohne Mama, Papa. Frauen können auch allein unterwegs gehen, das müssen nicht Männer dabei sein. Der will jetzt anfangen und kontern, jetzt will ich so. Leg los. Hatte Baschladjan, ne? Ey, Susja. Sensus. Seine Babane Kandır bana gel. Kandır ya. Kandır mı? Kandır mandırı. Seni kusura bakma amına yele bilir miyim? Küfür yok. Hallo, hier schauen noch kleine Kinder zu. Die sollen auch bei dir rein und ganz Istanbul soll bei euch rein. Ich glaube, ja, ganz Türkei soll in dir rein. Okay, jetzt bleibt mal ein bisschen erwachsen. Das wird mir jetzt hier zu kindisch. Hier. Ja, würde ich auch sagen, ne? Blackpool, sei leise. Ein bisschen mehr. Guck mal, du redest über Fraulichkeit, dann mehr Männlichkeit, weil so redet man nicht mit Frauen. Ich bin kein Mann, ich will für immer ein Kind bleiben. Ja, okay, aber ein Kind ist auch ein Junge und ein Junge wird auch von seiner Mutter erzogen und es sind Manieren, die dir beigebracht werden müssen. Deshalb ein bisschen weiter runter. Wie alt bist du, Blackpool? Ich bin bald 28. Ah, du bist doch klein, ja, Walla, ja. Ach, ist die das? Ich glaub nicht. Ich bin 31. 31, gute Zahl, ey. Und du hast immer noch so diesen altmodischen Kopf oder tust du nur so? Jetzt mal Spaß beiseite. Ja, das ist doch besonders. Ja? Dann viel Spaß in deinem weiteren Leben hier. Weil das wird dich nicht weit bringen. Weil, wie du siehst, wird alles moderner. Die Frauen werden auch immer reifer. Nein, die Frauen ziehen immer weniger an. Was sagst du? Das ist mit reif? Doch, du sagst doch. Was hat es aber mit Kleidungsstil zu tun? Ja, du sagst, die Frauen werden immer moderner. Ja, ist so. Ja. Eine ich will, Frau kein, ich, will keine, ich will keine moderne Frau. Ja, dann keine Ahnung, wo du findest.
Allah, schäm dich, möge Gott dich recht leiten, schäm dich, du wirst in die Hölle kommen. Ich glaube, weil du urteilst, wirst du in die Hölle kommen, weil das ist dein Charme. Nein, geh mal Kopftuch tragen. Was? Ja, warte kurz in die Tasche. Warte kurz. So, Leute. Herr, wo ist der hin? Modern für sie nackt. Nein, was hat es damit zu tun? Jetzt überleg mal, damit dürfen Frauen nicht mal arbeiten gehen oder so. Warum soll eine Frau jetzt arbeiten? Ne? Wie geht der mit dir um? Der hat keine Manieren, sag's doch. Hey, habla, ja, sei mal leise jetzt. Hat halt was mit der Erziehung seiner Mama zu tun. Hey, geh nicht auf Mutter, ja. Manieren. Und deine Mama ist auch eine wunderschöne Frau. Und mit Frauen redet man nicht so, weil du willst auch nicht, dass man mit deiner Schwester, Mutter oder deiner zukünftigen Frau so redet. Ich hab keine Schwester, Gott sei Dank. Ja, zum Glück, hoffentlich kriegst du auch keine Tochter. Weil ich habe vorher hatte eine Schwester, sie würde dich kennenlernen, da wäre ja meine Schwester jetzt in Istanbul. Ach, wie süß. Ich würde dir alles zeigen. Junge, das hier, auf euch, das hier. Hallo, ich habe dir gerade erklärt, Manieren. Einmal tief ein- und ausatmen, überlegen, was du sagst, weil du redest nicht mit deinem Bruder oder mit deinem Kollege. Du tust mir leid, Wallah. Du tust mir leid mit deinem altmodischen Kopf. Also ich fühle mich echt sehr, sehr gut. Vor allem, dass ich so eigenständig auf eigenem Bein stehen kann und keinen Mann dafür brauche. Deshalb mach dir um mich keine Sorgen. Ich bin hier gerade in Istanbul. Guck lieber nach dir. Ich sage dir ehrlich, ich war vor 2 Wochen in Istanbul. Wallah, hat mir gar nicht gefallen. Echt? Wallah, gar nicht. Du warst an den falschen Orten. Du musst dich schon auskennen hier. Sie hat viele Männer, ich kenne sie. Du kommst aus NRW, ne? Nein. Woher? Aus Stuttgart. Ja, da sind eh alle Frauen schlimm. Wie bitte? Da sind eh alle Frauen schlimm. Ja, danke. Hey Leute, sie gibt mir gar keine Möglichkeit, dass ich auf sie abgehe. Ich hab dir gesagt, falls du sowas suchst, geh weiter. Du findest bestimmt eine, aber bei mir keine. Du heißt Elder. Ja. Die schreiben alle bei mir rein, Elder. Hi. Ja, und was jetzt? Ey, bist du angetrunken? Was? Nein. Ich trinke hier Kaffee. No, ich muss sagen. Ey, Carlos, tu mir mal den Gefallen, Bruder Carlos. Ich will gleich gegen Yasser matchen. Habe ich deine Hilfe, Bruder? Weil AM1 ist auch da. AM1, bist du noch drinnen, Bruder? Ich brauche eure Hilfe, Wallah. Hey, Alter. Ja, bitte. Mach mal einmal einen Modelblick. Wie bitte? Mein Modelblick? Warum? Du willst sehen, wie es aussieht. Ich kann es nicht einfach so machen. Das kann so einfach nicht. Soll ich dir meinen Modelblick zeigen? Spontane Bilder, was? Soll ich dir meinen Modelblick zeigen? Zeig mal her. Mein, das was du Ihr Ex-Mann ist im Knast. Ist dein Ex im Knast? Wie bitte? Ist dein Ex im Knast? Keine Ahnung. Dein Ex-Mann? Warst du verheiratet gewesen? Nein. Leute, das ist doch eine Scheiße, Mann. Ja. Ich bin auch nicht aus NRW, keine Ahnung. Hey, ist deine Shisha fertig? Nein, ich bin nicht mit Sarina in Istanbul. Was machst du beruflich? Ich bin Buchhalterin, also Vollzeit tätig und Influencerin. Also lebst du von TikTok? Nein, oder von Insta mehr. Von Insta? Ja. Ja, ich auch. Ich bin auch Influencer, aber warum kennen wir uns nicht? Ja, weil du bessere Modelblicke machst.
Weißt du, die Leute mögen das mehr, wenn du die Modelblicke machst. Guck mal, meine ganzen Accounts wurden zwar gesperrt, ja, ich hatte über 200.000 Follower gehabt, und aber... Wenn du Frauen fertig machst, ich hätte dich auch gemeldet. Hey, aber jetzt könnt ihr mich nicht mehr sperren, aber ich bin immer noch sehr stark auf TikTok. Okay. Ich bin eine Nummer 1. Ja. Du hast drei Kinder? Nein, ich habe 4. Und ich bin gerade auch schwanger. Zeig. Also 4 Kinder und ich bin gerade hier. Siehst du meinen Bauch? 6. Monat. Ich halte mich fit. Ja, die sagen, ich habe 3 Kinder. Ich hab 3 Kinder, lebe in NRW, war verheiratet und mein Ex-Mann ist im Knast. Akşamlarım. Ja, da mach's auf. Ich hab die Zahl 7 schon in Deutschland herausgefunden. Leute, wir sind hier im Asyl-Lounge. Ja, was machst du? Du suchst gerade irgendwelche Konter auf, im Internet oder? Ich glaube, jetzt sagt, wenn ich nicht schlafen kann, dann gibt es eine stärkere Melatonin. Ey, mach nervvoll, ich sag mal kurz leise. Das bin ich auf den Sack, Wallah. Was? Das bin ich auf den Sack, Wallah. Ja, normal, wenn du nicht gegen mich ankommst. Junge, Rolle, wenn ich will, ich gehe auf dich ab, aber keine Ahnung, Mann. Du bist gerade, du hast Live-Musik und so an. Ach so, wegen Live-Musik. Rolle, das bockt nicht. Ja, gell. Natürlich bockt's nicht. Junge, dieses gell soll bei dir rein. Ja, und dieses war ja bei dir. Ey, Rolle. Ey, ich hol dir jetzt, guck mal, Clan-Boss rein, er hat dir was zu sagen, Wallah. Bestes. Hier, Kürtibo. Dudi, er hat Ansage an dich gemacht, Dudi. Er hat Ansage an dich gemacht. Mishito, du bist ein Kalb und du bleibst ein Kalb. Ja, Ars, ja, Wossach, ja, Nijis. Wenn ich dich erwische. Sie ist Kurden auch von Aschiret, von Diyarbakir, Kurden. Lass mal die hat gerade Ansage. Sei nicht so. Aber zusammen ins Zimmer gehen und so. Dann hab ich gerne. Was machst du mit dieser Ibo? Mechito! Ibo, die sind in Istanbul, fliegen, Wallah! Black Girls! Du bist Kurde, du bist Aschiret, Kurde, Sasa! Achso, du bist Black Girl. Ich bin Black Girl. Was macht so eine hübsche Frau wie dir mit so einem Arsch wie da oben, diese Nidges Dudi? Meinst du den unter mir? Ey, ich probiere sie die ganze Zeit fertig zu machen, geht nicht. Ich versuche mich fertig zu machen oder die Frauen allgemein fertig zu machen, aber keine Chance, ich hab dir schon gesagt, such eine andere, die weniger Selbstbewusstsein hat. Ja, das brauchst du. Leck gut. Ist Dudi dein Typ? Nein. Aber baue ich das gerade zu laut. Ja, ich bin auch in der Bar. Ja, was suchst du in der Bar und was suchst du in live? Ibo, ich hab ihr gesagt, sie soll Kopftuch tragen, ja. Sie ist keine gute Frau, weil sie ist Istanbul. Ist das Achlach? Ist das Benehmung? Siehst du? Gül, lass dir nichts sagen. Lass dir nichts sagen. Lass dich auch nicht fett machen von diesem Männchen. Du hast kein Namus, du hast kein Achlach, du hast kein Adab. Alles wird, möge das sagt einer, der die ganze Frauenwelt auseinandernehmen will. Der keinen Respekt vor Frauen und seinen eigenen hat. Der ist 1,50. Welche Frauenwelt will der auseinandernehmen? Junge, ich bin 1,80. Wie oft noch? Ja, wusste ich. Du bist gut. Hey, Black Girl, folg mir zurück und wir gehen dann live, okay? Okay, machen wir. Dann, du redest mit einem richtigen Mann, dann nicht mit so einem Wussach. Ich verstehe auch gar nicht, was er vorhat. Er will dich klären. Auf TikTok. Er will dich klären. Ich kenne dich. Der macht so. Draußen würde er sich nicht mal trauen, einer Frau sowas zu sagen. Wallah. Dudi, warte kurz, ich erkläre ihr das. Hör mal zu, Black Girl. Er findet dich gut, aber er denkt, wenn er dich fertig macht, hat er mehr Chancen, weil du dir denkst, er ist ein Arschloch und so. Und Frauen stehen auf Arschlöcher. Verstehst du? Ich bin vergeben, Wallah. Wallah, ich bin vergeben. An ja. Wie viele?
Du doch scheißegal. War eine gute Frage. Aber hör mal ganz kurz zu. Walla, wenn ich sie klären will, dann würde ich doch nett zu ihr sein. Aber ich will doch keine Frau nie klären. Nein, der macht diese umgekehrte Politik. Nein, mal Walla, nein. Ich schwöre bei Allah, nein. Der hat so einen komischen Content, wo der versucht, Frauen runterzumachen. Meine Leute, mein Content ist mir wichtiger als jede schöne Frau hier, Habibi. Ja, ich merk's. Dein Content ist aber Müll. Such dir was anderes. Mein Content soll bei dir reingehen, du Fixi. Nein, was? Bruder, Eib, was du sagst. Du, die Benimm. Ich bin doch Ulkara, hast du verstanden? Eib, ja, wussach, ja, Ars. Mein Schuh in deinem Mund, ja, wussach. Dann sagt er zu mir, ich hab keine Depp. Das soll man sich anschauen, schon allein wieder redet. Aber ich hab vorhin zu dir schon gesagt, das ist Erziehungssache. Also bei dir ist einiges schiefgegangen. Gül, du bist Nummer 1 auf TikTok. Alter, du bist mit deinen Freundinnen gerade in Istanbul und ihr macht, keiner weiß, nur Allah weiß, was ihr macht. Doch, wir wissen auch. Ja. Wir haben doch auch einen Kopf und Verstand. Na Herr Drabak, ey, tausch mal mit Mishito Nummern aus. Wie bitte? Oder weißt du was, Mishito? Du bist zwar ein Wussig, aber ich gönn dir. Boah, Eib, was du sagst, ja, Dudi. Ehrlich, Eib, das ist eine Frau, Bruder. Hast du mir gesagt? Nein, das ist Coins, eine Frau, Dudi. Tippen, Coins. Hast du das gerade zu mir gesagt? Ihr Kelb, darf ich selber was sagen, ihr Kelb. Also bevor du so mit mir redest, pass lieber auf. Gull, du die unter deine Schuhe. Spaß beiseite. Du die unter deine Schuhe. Hey, das ist übel scheiße. Wallah, ich geh raus, Dudi hat kein Niveau. Ich geh raus. Alles, was in Istanbul passiert, bleibt in Istanbul. Ja, Istanbul. Wer hat gesagt? Guck mal, wie der Nummer ausdrückt. Leute, wie kam ich hier raus? Was ist denn? Shirin, wie komme ich hier raus? Kommst nicht raus, weil ich die ganze Zeit Match-Anfrage schicke. Schick nicht umsonst. Ja, Cap. Nein! Nein! Guck mal, ich will euch meine Sache sagen. Guckt mich mal an. Seht ihr diese ganzen Jungs hier drin, sei es ein Jamal, sei es ein Mishito, sei es egal wer. Sobald eine Frau reinkommt, die okay aussieht, ja, ich muss ja ehrlich sein, die sah ja jetzt nicht schlecht aus. Direkt, ey, lass uns zusammen live gehen, lass uns mal folgen, gegenseitig so. Wisst ihr warum? Die wollen alle Frauen wegrexen. Wir schwicken, Habibi, uns interessieren Frauen nicht. Gib mir jetzt ein Ja. Interessieren uns Frauen nicht, ja oder nein? Nein, ihr müsst mir ein Nein geben. Frauen interessieren uns nicht. Nein, ihr müsst ein Nein. Oder? Ja, ein Nein. Korrekt? Habe ich Schlickgänge auf die Eins. Wallah. Jeder andere. Ihr seht doch, was die ganzen Shababs machen. Alja, ich will mit der live gehen und lass uns bitte erst nicht nett und so. Weißt du, was er denkt? Ich mache diese umgekehrte Politik, ja, er denkt, ich mache diese umgekehrte Politik und will sie dann so hintenrum. Like, welches normale Mädchen würde sich auf mich einlassen hier drin? Sagt euch mal ehrlich. Welche? Denkt ihr wirklich, ich schreibe sie hinten nur hintenrum an und sage, ey, das ist doch nur mein Content und so? Allah, sobald ein Mädchen hier reinkommt, die einen Amjik hat, die Jungs werden alle so, die verändern sich aber nach Köln. Wallah, Mishito unter mein Eiri, Wallah.